mein Name ist Adi-Rolpe und ich bin euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Im letzten Part haben wir diesen Typen hier besiegt und ich plane, dieses Ding hier zu erledigen. Problem, wir haben keine, ich glaube, wir haben nicht genug helle Geister, um irgendwie den Pfad zu dem Ding hier freizuschalten. Weil, weiß ich nicht. Oder? Keine Ahnung. Wir machen auf jeden Fall den Rest dieser Karte hier fertig. Ich weiß nicht genau, oh Gott, was letztens passiert ist. Ich nehme an, wir wurden wieder alle vom Licht verschlungen, also so wie am Anfang. Also das ist so meine Vermutung. Und ja, keine Ahnung. Wollen wir mal sehen, wie das abläuft. Geil, geil. Vielleicht mal gegen irgendwas Einfacheres erst kämpfen. Nein, alles klar. Dingens. So, nachdem wir diesen finalen Boss hier erledigt haben, nehme ich mal an, alles andere wird nicht so schwierig sein. Ja, erstmal, jedenfalls von den normalen Geistern. Okay. Oh, der ist dann ausgeglichen, ist klar. Okay, ist gut. Alter. Alter, ist gut. Er spammt seine Dings angriff die ganze Zeit. Der hat Dings, super Rüstung, aber... Oh, du willst mich hier verarschen. Okay, da können wir schon mal vergessen. Alter, hat voll Schaden gemacht eben. Warum habe ich den nicht damit getroffen vorhin? Ein Treffer. Komm, so. Weil ich den mit beiden meine Sachen getroffen habe, wäre locker K.O. gewesen. Okay. So, jetzt geht es wieder nach rechts. Rechts, sag ich. Immer noch rechts, sage ich. Oh, und einfach ist gut. Gut, gehen wir mal ein paar neue Geister. Mir fehlen noch irgendwie so 100. Oh. Boom. Mehr. Ich nehme mal aus dem letzten Ende, sollen wir irgendwie lernen, dass auch wenn das Ding irgendwie das Licht repräsentieren soll, dass wir nicht irgendwie blind dem Licht folgen sollen oder irgendwie so was, keine Ahnung. Eigentlich hatten wir ja sowieso keinen Grund, dieses eine Ding dazu trauen, weil das hat uns ja als erstes angegriffen. Also ja, wenn danach gehen, macht schon irgendwie Sinn, ne? Aber ich nehme mal an, es läuft irgendwie so. Wir gehen jetzt da hinten hin, machen das wie ich platt, ne? Und dann gibt es wahrscheinlich noch irgendwas anderes, was wir machen können. Wo vielleicht der wahre Hauptgegner oder so, ne? Nehme ich jetzt mal an. Warum ist das schon wieder so nervig? Du, geh weg. Muss dich erledigen, komm. Aber die sind wieder hier so nervig. Ich merke sogar, der ist gerade ein bisschen kleiner. Mal ja.
Sieges Ultimate, nein. Oh, das haben wir schon. Und ich kann wieder nicht aufnehmen. Ja, ich hoffe, ich kriege nur genug Lernjuwelen, um diese eine Fähigkeit zu lernen. Bessere Schildabwehr hier, perfekter Schild. Das könnte gut sein. Takumi Sturmwarnung. Oh. Gut. Nee, jetzt kannst du seinen Bogen ein. Wow, hat er den gesehen? Tschüss. Und dann kommen sie trotzdem runter. Wir haben angegriffen. Oh, Adrek. Komm, flieg raus, ich komme bis nicht so schwer. Ah. Und dann verfehle ich auch noch. Guck mal her. Oh nein, der Wind hat das weggeblasen. Ah. Oh, ihr Pisser. Kommt ja völlig her. Wird den nicht umbringen, leider. Ah, ich dachte, ich war umgedreht. Boah. Schon wieder auf den losgegangen. Ich krieg die nicht raus, ey. Danke. Okay. Mann, der schafft das auch noch, ey. Oh, tschüss. Mein Gott, ey. Geh mal nicht mit solchen Kleinigkeiten hier auf den Nerven. Schießen nur Pfeile auf mich, Mann. Dann geh mal bitte nach rechts. Oh. Starly. Verwundbarkeit für Gegner. Ja, geil. Ich will eigentlich nur ein paar aufnehmen, wo ich irgendwie den Rest hier der ganzen Leute, die ja noch rum ackern, nur den restlichen, die restlichen Geister ja alle. Ich will gar nicht den Boss versuchen. Ich kann mir vorstellen, werden wir ein bisschen zu nervt heute, ehrlich. So klein sind die nur. Oh, was machst du da? So, eben mein Forward Smash hier treffen. Aber irgendwie kommen sie nie in Reichweite davon. Immer nur, ich bin immer noch unter denen. Oh. Geht nicht nach rechts. Mullschnuffel, hey. Den kenne ich. Warte nicht, woher. Werde ich ja bald herausfinden. Oh nee. Okay, gut. Oh nee, die haben Dingens.
Im Sprintangriffe, geil. Hab ich aber so auf den Bock drauf, ey. Oh, geil. Nur zwei rausgehauen. Sogar drei rausgehauen. So, setz mal ein Schwert ein. Kollege. Ich glaube aber nicht, dass wir genug Geister zusammenkriegen, um ganz auf der rechten Seite zu kommen. Vor allem, weil das Ding irgendwie nicht weitergeht. Also ja, so wie dazu. Nein, nicht Anti-Sturm. So, habe ich das nicht schon mal geändert irgendwie? Vergessen zu speichern. Ah. Aber ich sollte eigentlich Zero ausrüsten. Der ist auch viel besser als die. Ja, ich jetzt schon da. Die Mega Man, ich freue mich. Das ist super Rüstung, ne? Warum wärst du eine ganze Zeit ab? Wir verarschen. Aber oh, vergiftet, das ist sehr gut. Oh, sie verarschen. Hier kommen. Ultimate macht ganz schön Schaden, ey. Was ist das? Ja, sehr gut. Hua. Okay. Okay, wenn ich den einen nicht erreichen kann, den rechten. Gleich sind wir erstmal in der Mitte. Dann muss ich wohl alle hier erledigen, ne? Und halt gucken, was passiert, wenn alle Gegner hier weg sind. Ne? Oh, der Familienmann. Ungefähr. Ja, Street Fighter seid irgendwie voll auf Dings, ja. Hey, voll unfair, Mann. Oh, das hättest du wohl gerne. Oh, nee. Oh, ja. Das kann ich nur erledigen. Los. Und so weit, damit er sich nicht retten kann. Komm. Sehr gut. Das ist richtig geil. Er ist richtig geil. Versteht ihr es? Sein Name ist geil. Früher, als ich noch ein Kind war, habe ich den immer Gulli ausgesprochen. Ja, ich war ein Kind, okay. Da wusste ich noch nicht, wie man Sachen ausspricht. Ich habe am YouTube immer Matthew ausgesprochen. Matthew. Sturmmann, oh nee. So. Einfach auf Sturmmann. Katapultierbarkeit für mich hier, geil. Danke. So, jetzt das Arschloch ist weg. Dreck. Nein, Finger weg davon. Muss er natürlich aufsammeln, ne? Ja, nun. Oh. Hätte ich mal Autoerholung drin gehabt. Oh ja, komm her.
Wie hat das bitte schön nicht getroffen? Ich war noch am Kontern gerade und alles andere. Ich dachte, ich hätte ihn. Boah. Kannst du es eigentlich wagen? Wieso kriegt er nicht? Junge, ey. Komm mal hier runter. Boah, ich gehe auf die andere Seite, der geht die andere Seite runter. Will sich verarschen. Ja, komm her. Sehr gut. Mein Gott, du kannst du schon Gegner raushauen irgendwie. So, gar keinen Schaden haben, finde ich gut. Okay. Was? Ein Kämpfer mit den... Okay, da wusste ich jetzt auch nicht. Wenn Geister auf eine Karte nimmt, von der sie herkommen, dann kriegt man einen Bonus und Stärke. Cool. Oh, ich dachte, das wäre schon wieder. Ah, ich heile mich automatisch. Was jetzt? Okay, ich war auch gerade am runterfliegen. Finde ich gut. Okay, gut. Die Kämpfe, die gehen relativ zackig hier. Also genauso wie ich das will hier in diesem Part. Gigamerk, den haben wir noch nicht, glaube ich. Gut, da könnte aber wehtun, ey. Oh nee. Super Rüstung. Konter. Schon leicht tot, ey. Komm her. Nein. Du besser. Wo ist das? Nein, das gibt's jetzt nicht. Okay, kann ich schon vergessen. Außer... ist auch besser. Okay, den muss ich mit meinem Ultimate erledigen. Und mit Konter. Und er haut mich kaputt. Boom. In die Fresse. Sehr gut. Ich will ihn vergiften mit meinem Smash-Angriff, aber ich krieg da nicht hin. Boah, wie kann der mich? Oh, dieser Pisser. Oh, ich müsste nur mit meiner Ultimate weghauen, dann geht das. Also schaffe ich das Ding noch hier gar nicht. Boom. Und wieder abzieht, ey. Ja, gut. Au.
Ist das? Nein, Mann. Oh, die Mine, die ich da platziert habe. Vor allem, da bleibt er irgendwie eine Stunde liegen. Ich dachte, ich kann ihn so raushauen, aber nein. Kann ich ihn eigentlich grabben mit Super Rüstung? Was noch mal vergiften oder so? Satt. Und er jetzt wäre sein Super, ja gut. Er springt von einer Ecke zur anderen, einfach so. Was ist das? Nein! Oh. Bleib da! Der fliegt dadurch nicht raus. Ey, willst du mich verarschen? Das hat den nicht rausgehauen. Boah. Ja, voll scheiße. Vergift den, jawohl. Bringt zwar nicht, weil ich den sowieso nicht kaputt haue, sondern rausfliegen lasse, aber so als. Das ist das Einzige, was ich machen kann eigentlich. Aber dann greifst du natürlich nicht an, ne? Komm, tschüss. Weg raus. Gut. Oh, ich hätte noch ein Ultimate ready gehabt, also. Oh, das schaffst du ja noch gar nicht, ey. Ich glaube nicht, dass das rechtzeitig nach rechts gehen wird. Dreck. Hört Katapultierbarkeit für alle. Nö. Oh geil, ja, das setzt das ein. Okay, ist gut. Boah. Ja, ist gut. Oh, wie hat die... Hey, warum fliegen die nicht so schnell raus? Genau, Katapultierbarkeit, oder? Oh, ich habe gesehen, was du vorhattest, ey. Oh, du. Oh. Mm. Oh, warum habe ich denn da nichts ausgerüstet, ey? Oh, diese. Oh, ehrlich.
Irgendwie hat er nichts gemacht. Ich blick trotzdem nur so weit. Ja, okay, kannst du mal aufhören, mich andauernd zu greifen? Auf damit, Mann. Ja, du bist weg. Boah. Auf damit. Konter. Hat der ist direkt. Oh, danke schön. Ja, ich glaube, ich habe da so gewacht. Nee, mache ich hier. Ah, du Pisser. Mein Gott. Boah, ich kann ihn nicht treffen, ey. Der hat ein Schild gehabt. So, sie ist weg. Ich will den Stab nicht haben. Nein, du. Oh. Hast du wieder so ein Scheißkampf, ey. Alle Earthbound Charaktere scheinen irgendwie so Scheißkämpfe zu haben. Konter, euer Feuer. Au, okay. Boah. Oh, die sind aber auch hinter mir her, ey. Ist das? Ah, ehrlich? Na gut. Hab ich nicht so geplant, aber okay. Boah, ich tue eine Sekunde blocken und die graben mich sofort. Und der Boom. Was das? So, er geht wieder raus. Ah, toll, jetzt ist da eine Plattform erschienen, ey. Ja, ist klar. Also jetzt aber gerne. Ich glaube, ich spinne. Einfach so perfekter Schild, zweimal hintereinander, kein Ding. So, hier tut sich nichts. Verdammt. Das müsste ich hier alle erledigen, ne? So, hier sind noch die beiden Hände. Ich glaube, das sind die einzigen Gegner, die noch übrig sind, ne? Okay. Dann machen wir die Hand mal platt von dem. Na, falsch. Na, gucken wir mal, ob wir was lernen können. Ja. Perfekter Schildhelfer. Vielleicht kann ich das jetzt mal ein paar Mal aus Versehen aktivieren. Meister, das ist wahrscheinlich jetzt auch voll überpowered oder irgendwie sowas, ne?
das, ja. Hi. Wenn wir gegen beide auf einmal kämpfen würden, das wäre hart. Meister und Crazy ein. Ich habe doch Heilungsschild. Ich kann diesen Angriff nicht ausweichen, nicht mehr. Alter, wie viel Schaden? Alter, ich habe den Kampf hab ich schon verloren. Habe ich gerade gesagt, der Kampf ist einfach, aber es hat natürlich alle angefallen, die ich nicht so gut kann. So. Au. Soll man vielleicht blocken, aber in seine Angriffe kommen so schnell. Ich komme damit irgendwie nicht klar. Bin zu blöd dafür. Oh. So, ich komme mich damit doch voll hoch ein. Was mache ich eigentlich? Na, oh, der ist auch da reingefallen. Komm schon. So, noch mal. Wenn ich voll viel Schaden am Anfang bekommen, dann würde ich gern verändern. Nein. Schon wieder vergessen hat, der auch damit kommt. So. Das ist doch schon mal viel besser. Au. Ach komm schon, der hat nicht berührt. Egal. Nee, nicht egal. Jetzt nicht mehr. Boah. Schon wieder? Boah. Ich muss das ja versuchen. So, sehr gut. Na komm schon, habe ich wieder ein bisschen hoch. Seine Luft scheint nicht ausweichen zu können. Anscheinend. Da, Bitch Slap. Oh Gott. Ehrlich? Oh, ehrlich? Oh, was ist das denn jetzt schon wieder? Ich glaube, der macht einfach noch ein bisschen mehr Schaden, oder kann das sein? Ich werde einbilden. Und diesen Angriff kann ich nie ausweichen. So, da bin ich mal rausgegangen. Endlich. Unser Blocken wegen Heilung, Heilungsschild. War wie? Oh, ehrlich? Ey, solche Sachen, ey. Könnte meinen, ich habe das Spiel langsam mal raus, ey. Ja, schon wieder genau das gleiche. Oh. Ja, so schwer ist er doch gar nicht. Ey. Heilung.
Was? Ich habe geblockt. Nein. Da, sehr gut. Einmal getroffen damit. Was kriegst du mit den Dingern nicht? Hey, soll ich denn da ausweichen, Mann? Wenn er mich jetzt einmal packt, dann bin ich tot. Ja, mein Schild funktioniert die meiste Zeit nicht. Na komm, ich mach diese beiden hier Leute noch platt, ey. Kann ich sein, wenn ich gegen den hier so für Fresse kriege, ey. Hallo, ich hab verdammt nochmal diesen einen Boss hier erledigt. Oh, immer eine Sekunde zu früh. Ich habe geblockt, boah, Junge. Oh, Konter, nur Konter. Ah, läuft gut bisher. Ich dachte, er greift mich, aber okay. Ja, läuft gut bisher. Okay, ich glaub, da geht noch die Richtung. Boom. Also tausendmal besser jetzt hier gerade. Sehr gut. Ja, komm her. Ich war Konter im letzten Moment. Nee. Doch. Komm her. Oh. Okay. Oh, den habe ich als Dings bekommen. Cool. Level 3. 2, 3, 4, 4. Na, ja, wenn das jetzt nicht nach ganz rechts geht, dann haben wir ein Problem. Was? Du hast weißt dann aus Kyras Bann befreit. Okay. Ich kann trotzdem nicht das Ding erreichen. Macht der Finster, es wird stärker. Ja, mehr geht aber nicht. Anscheinend. Ich komme da nicht hin. Nein. Aber ja, sieht so aus, als bist du halt mal anderes da machen. Gut, machen wir den noch fertig. Dann haben wir alles hier. Aber die beiden Hände sind nur noch die beiden Typen übrig. So, dann müssten wir eigentlich in der Mitte landen, ne? Weil wir ja von jeder Seite genau gleich viel erledigt haben, oder?
So, jetzt so, wo ich darüber nachdenke, Crazy Hands Moves sind irgendwie nicht so krass wie die vom Meisterhand. Jetzt muss ich darüber nachdenken. Das war natürlich jetzt wieder doof, aber ich bin in der Luft ausgewichen in diesem Moment. Hat aber nicht gezählt. Du bist immer noch nicht betäubt. Danke. Frag mich, ob ich den hier so über den Abgrund betäuben kann. Ob der dann runterfällt. Ah. Dann bin ich schon wieder von den Watson. Die Blume ist weg, gut. Na, seht euch das an. Erster Versuch, so wie es aussieht. Also ich mach so was. Kein unnötiges Risiko und tschüss. Ja, warum hat das so lange gedauert beim Meister? Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Und jetzt noch ein großes Viech irgendwie, fusionieren die miteinander. Muss ich gegen beide auf einmal kämpfen? Da hätte ich euch gar keine Lust von gar keinen von diesen Sachen. So. Was Crazy hat aus Stars Bann befreit. Okay, die machen da irgendwann auf. Noch eine Welt. Pass auf. Das Ding genau in der Mitte. Was haben wir da? Können da sogar rein. Okay. Wir gehen mal ins Hauptmenü zurück und gucken, was los ist. So. Meilenstein. Wir haben immer noch nicht alle Kämpfer absolviert. Wir haben immer noch nicht alle Kämpfer gerettet. Also, wir fehlten noch. Ja. Ich würde sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Jetzt war es mein Spaß und ich bedanke mich allen fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. So, ich melde mich noch mal ganz kurz zurück, weil ich habe mal hier gezählt und geguckt, ob hier ein Charakter fehlt, und es fehlt echt ein Charakter, und zwar hier Richter. Also ja, ich habe mal kurz nachgeguckt, wo der sein soll, und darauf wäre ich nie im Leben gekommen. Also ja, den holen wir uns noch ganz schnell und dann beenden wir den Part. Also das ist, da wäre ich von alleine nie drauf gekommen. So, wir müssen zu Draculas Schloss wieder zurückkehren, ne? Da müssen wir Folgendes machen. Ihr kennt ja diese komischen Geister, ne? Diese, die man mit Kanonen hier abschießen musste, ne? Wir müssen jede einzelne davon erledigen im Schloss, also auf der gesamten Karte. Und ja, darauf wäre ich nie im Leben gekommen. Also wenn ich halt nicht nachgeguckt hätte, dann hätte ich den nie freigeschaltet. Aber okay, nee, das ist fremde Welt. Ach man, ich laufe schon wieder falsch. Da denke ich jetzt nur so an dem letzten Part dran, ne? Und wo war noch mal Draculas da, ne? Ja, nun war das, glaube ich.
Mir fehlt aber immer noch ein Shop, ne? Weil hier, das sieht irgendwie so aus, oder bilde ich mir ein? Oder ist das einfach nur so ein Zeichen dafür? Ja, so sehen Shop-Zeichen aus oder was? Keine Ahnung. Jedenfalls, wir holen uns erstmal jetzt hier Richter. Also, kann jetzt irgendwie nicht wahr sein, dass hier ein Charakter fehlt hier. Bevor wir noch uns hier die letzten Boss hier vorknüpfen, den letzten Boss oder was auch immer jetzt als nächstes kommt. Boah. Komm. Aber wir sind nicht verarschen. Ich habe jetzt keine Lust hier die ganze Zeit rumzurennen. So, komm. So, ich hoffe, die Sachen sind ja alle so resettet. Aber anscheinend nicht, ne? So, jeder einzelne Geist muss erledigt werden. Ja, ich muss auf dich schießen. Also es hat Richter irgendwie Angst vor Geister und kommt nicht raus, wenn die da sind, oder wie? Simon macht die Geister kaputt, ich habe Angst vor denen. So, wir gehen jetzt einfach mal das ganze Ding hier nochmal durch. So, um sicher zu gehen, ne? So. Die beiden müssen mal puttern. Jetzt gehen wir die Dinger aus. Was? Habe ich überall? Ah, okay. Ich hatte schon so viele erledigt. Boah, das heißt, wenn ich die beiden neu erledigt hätte, dann hätte ich den schon viel früher bekommen können. Dreck. Was soll's? Ich dahin von hier aus. Nee. Da bin ich auch falsch. Geh mal falsch erst. Da komm. Boah. Alter, ich drück doch gar nicht in die Richtung. Aha. So, hi. Mein Gott. Warum machst du das? Jetzt einfach Zero. So. Jetzt soll mal irgendwas umändern, aber ich glaube, wir werden das sowieso wieder brauchen. So, danach haben wir alle Charaktere. Hoffentlich. Ich habe das mit irgendwie im Internet verglichen hier, wie das Screen aussieht, wenn man alle Charaktere hat, und dann eigentlich nur das Richter gefehlt. Wenn sie mit einem Schwert, eine Peitsche reicht viel weiter. Wir rutschen am Boden. Der macht es mir jetzt hier noch schwierig, ne? Weiß nicht, weil ich hier schon alles hinter mir habe. Andere Richtung. Oh, komm her. Das gibt's jetzt nicht. Ey. Ja, auch den glaube ich aber nicht raus, ne? Ne.
Oh, sehr gut. Gut, damit müssen wir jetzt alle Charaktere haben, ne? Stellt sich meiner vor, man kann die Charaktere nur so freischalten, ne? Keiner. So, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen, ne? Nur so nebenbei. Kacke. So, wenn ich jetzt ins Menü gehe, dann müsste ich doch jetzt einen Meilenstein bekommen, oder? Boom. Manafi. So. Rette sämtliche Kämpfer. So, dann fehlen ihr noch ein paar Sachen. Gewinne sämtliche Kämpfe. Also die beiden letzten noch, ne? Alte sämtliche Abenteuer gaben. Wie soll ich das machen? Ich habe nicht so viel Geld. Gut, ist aber egal. Gut, in der nächsten Folge machen wir uns dann auf. Habe ich schon alles gesagt? Ne, egal. Tschüss.